Norio ist hier, aber keine Spur von anderen Mönchen. Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Fürst Sakai! Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts? Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten wer sich wehrt. Unterwerfung belohnen. Kotons Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Fürst Sakai, hier ist etwas. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt! Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. War euer Bruder gewalttätig? Nein, aber schon immer furchtlos. Als ich noch klein war, schikanierten mich die Jungs in meinem Dorf. Das muss sicher schon lange her sein. Viele Mahlzeiten her. Einmal stopften sie mich in einen Hirsesack und wollten mich in einen Baum hängen. Enjo tat so, als wäre er ein Dämon, der in den Ästen sitzt. Sie taten mir nie wieder etwas. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten.
Halt! Und auch gesagt! Sie töten uns, wenn wir fliehen. Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße! Norio, ihr lebt! Zurück, alle Mann! Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio, sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat sie verärgert.
Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Schluss, Sakai. Norio. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause. Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Wie schlimm war es? Komoda? Schlimm. Wir verloren alle. Der Strand war von Blut durchtränkt. Der Sand wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick. Wir ritten Richtung Süden, bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See werden wir ihn verlieren. Fürst Sakai, was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Ich weiß es nicht. Ich kann unmöglich heimkehren und einfach weitermachen wie zuvor. So geht es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfad folgen. Eine Familie gründen. Dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders in den Tempel. Er stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Enjos Kinder gemeinsam aufwachsen. Unsere Frauen werden befreundet. Die Mongolen haben nicht alles genommen, Norio. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch. Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallenen Mönche leben. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda, als wäret ihr ihnen schuldig? Manchmal. Als müsse mein Leben für 100 Samurai zählen. Doch das erscheint mir unmöglich. Vielleicht ist es das. Mein Leben vor der Invasion kommt mir vor wie das eines anderen. Oder wie die Kindheit.
Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai, ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung als die Kriegsmönche. Er hasst alle Waffen. Auch eure und meine. Er kann mich belehren, so viel er will, wenn er sicher in Akashima ist. Wir nähern uns dem Lager. Mongolenwache, erledigt ihn! Kämpfen wir! Wir brauchen einen Überblick über das ganze Lager. Was ist mit dem Kornspeicher? Gut, schnell. Wir müssen Hochi finden. Die Mongolen halten da jemanden fest. Hochi, er muss es sein. Wenn ich allein gehe, kann ich unbemerkt zu ihm gelangen. Eine Signalkanone. Ich könnte sie auslösen und sie ablenken. Und ich hole Hochi raus. Ich suche Hochi und treffe euch dort. Wartet nicht auf mich. Bringt Hochi zurück ins Dorf. Ich komme zurecht. Wir sehen uns dann alle in Akashima. Feuert die Signalkanone ab. Ich hole Hochi. Sucht Zuflucht bei Amida Buddha, mein Herr. Gut gemacht. Das dürfte die Mongolen aufscheuchen. Bitte, nicht! Ich tue es schon mal!
Rettet mich! Was ist hier los? Wer seid ihr? Ein Freund. Wir müssen weg. Ich kann nicht weg. Die Mongolen bringen mich zum Zedern-Tempel. Die Menschen dort brauchen Heiler. Dringend. Dafür ist keine Zeit. Tut mir leid, aber ich muss hier bleiben. Jin! Hochi! Norio? Was macht ihr denn hier? Der Alarm hat einen Plünderertrupp angelockt. Sie sind ganz nah. Verdammt. Bleibt zurück, Hochi. Wir halten sie euch vom Leib. Norio, zieht eure Klinge. Euch werde ich Manieren lehren. Ein Mönch des Zedern-Tempels ist euer Sensei. Sind die anderen bei euch, Norio? Alle sind fort. Nur ich bin hier. Tut mir leid. Ich wünschte, die Blutbäder wären vorbei. Die Mongolen suchten nach mir. Ich ergab mich, um Leben zu retten. Woher wussten sie, wie sie euch finden? Sie wussten, ich war in Akashima. Und ich sollte zum Zedern-Tempel zurückkehren. Sie brauchen einen Heiler. Ihr wolltet die Verwundeten des Feindes behandeln? Ob Mongolen oder Japaner, wir alle leiden. Einige verdienen es. Doch das heißt, ist der Zedern-Tempel gefallen? Ich weiß nicht. Norio, bringt Hochi zurück ins Dorf, bevor die Verstärkung ankommt. Sie werden Rache wollen. Ich komme nach und wir machen einen Plan.